Hast du vor, die Lochis jemals zu treffen? Leute, bitte setzt euch hin. Ich habe sie bereits getroffen. Oh, ich glaube, das war das falsche Intro, aber passt ja auch irgendwie. Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, heute mache ich einfach mal so ganz schlichtes Frage-Antwort-Video, wo ich auf eure Fragen eingehen werde. Und wer wissen will, was passiert ist, als ich die Lochis getroffen habe, der sollte bis zum Ende dranbleiben. Hey Julian, was passiert eigentlich, wenn jemand Juliero den Bogen klaut? Oh, das sollte man nicht wagen. Hey Juliero, schau mal, was ich hier habe, deinen Bogen. Was machst du jetzt? Hat jemand gesagt, ich kann nur mit dem Bogen umgehen? Erzähl uns mal von deinem peinlichsten Kindheitserlebnis. Oh, da fällt mir auf jeden Fall spontan etwas ein. Ich war mal, da war ich relativ klein. Wie alt ich war, weiß ich nicht mehr genau. Da war ich mit meiner Familie in einem Hotel oder besser gesagt in so einer Pension. Und ich war draußen am Spielen, keine Ahnung, Fußball war allein draußen, kam zurück nach das Hotel und ich hatte keine Ahnung, wo mein Zimmer ist. War, wie gesagt, noch relativ klein. Lauf da durchs Hotel, bin einfach zufällig in irgendein Zimmer reingegangen. Und ja, der kleine Julian hat dann ein paar beim Sex erwischt. Ich weiß auch nicht, wieso die nicht abgeschlossen haben, aber war ja nicht meine Schuld, ich meine, ich war klein. Was habe ich gemacht? Schnell rausgerannt, Tür zugeschmissen und nachher realisiert, wie peinlich eigentlich diese Situation war. Ach, ich war schon damals ein kleiner Schlingel. Machen Teehersteller eigentlich eine Teepause? Warte mal, was? Was würdest du machen, wenn dein YouTube-Kanal gelöscht würde? Nein, so kann ich nicht mehr weiterleben. Was soll ich denn jetzt noch machen? Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Es kann so nicht weitergehen. Schieß, Bruder, erschieß mich. Tu es jetzt. Junge, fuck mich doch nicht ab. Ich weiß ja nicht mehr, wie man das Ding hält. Wie gehst du eigentlich vor, wenn du ein Video produzierst? Heute ist aber wieder ein schöner Tag. Es wird aber mal wieder an der Zeit, ein Video zu produzieren. Aber wie gehe ich denn diesmal vor? Wo habe ich denn meine Liste hingelegt? Ach, hier. Spannende Geschichte. Lochiwitz, ganz wichtig. Juliero, die Welt ist böse. Fertig. Was gefällt dir an einer Frau? Oh, eigentlich bin ich gar nicht so anspruchsvoll. Ich finde, sie sollte einfach nur gut aussehen, schöne Augen haben, lange blonde Haare, kulturwissenschaftlich interessiert, intellektuell sein, einen Einserschnitt haben im Abitur, mehrere Fremdsprachen fließend beherrschen, das chinesische Alphabet rückwärts können, die Kochkünste eines 5-Sterne-Kochs haben. Sie sollte flexibel sein, sich ihre Zeit nach mir einteilen, schon mindestens zweimal einen Model-Wettbewerb gewonnen haben und das war's eigentlich. Was würdest du machen, wenn du Corona beim Porno gucken erwischen würdest? Sakura! Yo, Bro, was geht ab? Wow, ey, Bro, es sieht nicht was so aus, wie es aussieht. Es ist ein Phänomen. Was? Ey, Bro, okay. Bro. Okay, Bro. Was? Nein, machst du da? Nicht der Bogen, Mann! Oh. Okay. Bro. Nein. Hat jemand gesagt, ich kann nur mit dem Bogen umgehen? Also ich nicht. Magst du Mediakraft auch nicht? Ich weiß gar nicht, was ihr mal alle gegen Mediakraft habt. Ich meine, Mediakraft ist doch das beste Netzwerk aller Zeiten und lässt ihren Partnern immer sehr viel freien Raum und mischt sich niemals in deren Angelegenheiten ein. Und Unge lügt nur, der kleine Piss. Leute, das kann ich so nicht sagen. Geht es eigentlich weiter mit Julians Beauty Palace? Hallo ihr Hasen, dachtet ihr etwa, dass ihr mich so schnell schon wieder losgeworden seid, aber doch nicht mit mir. Ich dachte mir, ja, nachdem mein letztes Video, die Morgenroutine, so toll bei euch ankam und so viele Daumen nach oben abgestaubt hat, dachte ich, setze ich nochmal einen drauf und mache ein 5 Arten von Video, ja, weil ich gesehen habe, dass man damit ganz viel Klicks machen kann und nicht, weil ihr das irgendwie wollt oder so, ja, und das mache ich jetzt und ich dachte nicht 5 Arten von Make-up-Tutorials oder so, sondern 5 Arten von Serienmördern, weil ich dachte, das würdet ihr ganz gerne sehen, aber natürlich mache ich das nicht umsonst, sondern nur, wenn ihr 20.000 Daumen nach oben auf dieses Video schafft, Freunde, ja? Okay, erstmal Spaß beiseite. Mich hat sehr gefreut, dass dieses Experiment mit Julians Beauty Palace, dass ich da so ein bisschen was parodiere, diese Morgenroutine so gut bei euch ankam. Ja, war mal ein ganz anderes Format. Hat mir jetzt von den letzten Videos auch am meisten Spaß gemacht, das so zu drehen und zu parodieren. Ja, das hat mich super gefreut, dass das gut bei euch ankam. Und ja, deswegen werde ich das auf jeden Fall auch weitermachen mit Julians Beauty Palace. Da gibt es noch genug Sachen wie, keine Ahnung, irgendwelche Hauls, Challenges, 5 Arten von Videos, die man gut parodieren kann. Und ja, werde ich auf jeden Fall demnächst machen. Hast du vor, die Lochis jemals zu treffen? Leute, bitte setzt euch hin. Ich habe sie bereits getroffen. Julian vs. die Lochis. Was bisher geschah? Julian und die Lochis lieferten sich einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft auf YouTube. Mir war klar, dass es nur einen Sieger geben würde. Und das wollte ich sein. Nachdem Julian sich immer wieder über die Lochis lustig machte, dissten sie ihn in einem Song. Und dieses Lied verfolgte Julian Tag und Nacht. Schizophrenische Blogs. Es machte mich schier wahnsinnig. Der Song verfolgte mich sogar bis im Schlaf. Da wurde mir klar, Julian, so kann es nicht weitergehen. Du musst was unternehmen. Er wusste, dass er nur diesen Ohrwurm loswerden könne, wenn die Lochis den Mut hätten, ihm das ins Gesicht zu singen. Er musste sie also finden und er entschied sich, dass ihm nur einer helfen könne. Und tatsächlich, er traf sie. So Leute, ich habe mir mal ein paar sehr talentierte junge 2 Musiker geholt. Hier sind sie. Schizophrenische Blogs.
die nur Scheiße labern. Was hab ich da gehört? Ja, okay, wie man es geht. Okay, jetzt reicht. Und was ist dann passiert? Ja, ich hab die Jungs erstmal so richtig schön Spaß, Leute. Wir haben Kaffee, Kuchen getrunken und haben uns gut verstanden und sind jetzt beste Freunde. Ich habe den Jungs versprochen, ich werde nie wieder Lochi-Witze in meinen Videos machen. Und morgen kommt dann unsere erste gemeinsame Musikvideoparodie hier auf dem Kanal. Was sagt ihr dazu, Freunde? D-A-B-O! D-A-B-O! Beruhigt euch! Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ernsthafter Real Talk hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein ziemlich lustiges Treffen. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Wir sind uns mehr oder weniger zufällig in Köln über den Weg gelaufen bei einer Veranstaltung. Ich wusste nicht, dass die da sind und ich glaube, sie wussten auch nicht, dass ich da bin. Also es war von keiner Seite aus geplant und ja, war ziemlich lustig. Wir haben uns auch amüsiert über unsere Differenzen, die wir so auf YouTube haben. Hat mir die Jungs auch ein Stück weit sympathisch gemacht, privat, muss ich sagen, weil ich denke, es hat viele gegeben, die hatten irgendwie versucht, irgendwie mir aus dem Weg zu gehen oder so. Und das haben die nicht gescheut und wir haben uns auf jeden Fall ganz gut amüsiert, muss ich mal ehrlich sagen. Was natürlich nicht heißt, dass es jetzt keine Lochi-Witze mehr geben wird, Freunde. Also bevor ich damit aufhöre, muss auf jeden Fall ein bisschen was anderes passieren und ja. Ja, war ein cooles Treffen, aber ihr braucht natürlich keine Angst haben, dass jetzt irgendwie mit dem Lochi-Fieber angesteckt wurde oder so. Wer hat mein letzter Tag auf dieser Welt? Das war's von mir, liebe Freunde. Heute mal ein kurzes Video für zwischendurch gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bitte kommentiert lustige Kommentare, lustige Fragen an mich. Dann schafft ihr es vielleicht in das nächste Video. Würde mich sehr freuen. Also haut irgendwas Lustiges, was euch einfällt. Seid einfach kreativ in die Kommentare. Das war's von mir. Die Welt ist böse und passt auf euch auf.